Hallo ihr Lieben. So, da bin ich wieder mit The Sims 4 und irgendwie starten alle Folgen gleich, nämlich mit Tati im Bett. Irgendwie schläft sie immer, wenn ich die Folge beende. Was ist komisch? Gut, ich hoffe, Papa kommt bald nach Hause und schmeißt die Alte weg. Weil alles, was sie macht, ist die Kinder halt wie keine Badewanne. Wir haben eine Badewanne. Die geht mir so auf die Nerven. Ich weiß nicht, ob mein Sim ihr nicht gesagt hat, dass da drei Kinder sind, um die sie sich kümmern muss. Oh, Familiensehnsucht. Ach ja. So, vielleicht geht's ihnen dann besser. Aber bitte nicht von den Kindern. Das habe ich, glaube ich, gesagt. Ja, schön in das dreckige Ding hinein. Muss man vorher nicht sauber machen? Nee. War das jetzt dem seine Anbrüllen? So. Und jetzt bist du gefeuert. So, kurz bevor er nach Hause kommt, sitzt sie plötzlich nicht mehr am Fernseher. 72. Gut. Haben die Jungs Hunger? Nee, die sind müde und... Ach, die... Oh, ich könnte sie. Nein, ich habe immer noch keine Zeit. Außer du möchtest auf meine Kinder aufpassen. So, ich glaube, es war Leo. Nein, es war nicht Leo. Gut. Was? Achso. Ben. So. Okay. Na, wenn Mama dann zu Hause ist, ich bin gerade am Überlegen, ob ich oben vielleicht doch noch eine Badewanne hinmache, damit zum Beispiel Mama dann einen der beiden oben baden kann. Tati wird ja, glaube ich, auch bald älter werden. Oh, Mäuschen. Ja, die hat... Die hätte sich eigentlich um die Kinder kümmern müssen. Nicht Fernseh gucken. Schmeiß das Ding gleich weg. Die arme kleine Maus, die hat Hunger. Die muss auf Toilette. Oh, Papa. Gut. Du stehst erstmal auf. Papa, du musst. Ach nee. Ach, die kann das schon. Die ist schon ein großes Mäuschen. Okay. So, Papa macht dir aber was zu essen. Mäusekind, jo. Aufräumen. Säubern. Ja, das machen die schon. Und dann, Anita Palm als Caterer engagieren. Anita Palm war die, Babysitterin, oder? Ich glaube nicht. Oh, ich weiß nicht, ob ich ihm das Essen anvertrauen soll. Das dauert, glaube ich, bis die Mama nach Hause kommt. Obwohl. Nö, dauert's nicht mehr. Gut. Papa, du kannst ja schon mal die Kinder nach und nach absetzen. So. Absetzen. So und absetzen. So. Wobei ich glaube, die Jungs waren gar nicht hungrig. Glaube ich. Die waren, glaube ich, einfach nur müde, oder? Ja, erschöpft.
Gut, Papa, Planänderung. Ja, ich weiß, ich habe jetzt gesagt, du sollst alle Kinder an den Tisch setzen. Aber, Kleinkind in den Schlaf lesen. Leo, Kleinkind in den Schlaf lesen. Ben. Und zwar, wenn er das eine Kind hochgebracht hat. Sobald Mama nach Hause kommt, kocht sie was. So. Kann Tati dann eigentlich schon auf die große Toilette gehen? Planschen. Ehrlich jetzt. Hä? Wieso nimmt er sie wieder raus? Oh, Mäuschen. Was macht da das Sandwich? Da kommst du, glaube ich, dran, oder? Ja. Na, schön, so ein großes Mädchen. So. Gut. Und jetzt holst du das andere Kind. Ah, Mann, 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 Mann. Aber Geld haben wir immer noch nicht genug zum Bezahlen, oder? Nein. So schön es auch ist, mit euch allen zu reden. Ich muss Essen machen. Ich glaube, ich kann auch jegliche, also alles Mögliche machen, oder? Ja. Nein, nicht du. Familiensehnsucht. Na. Bist doch schön zu Hause. Ist doch alles gut. Winterkuchen. Buntbarsch aus der Pfanne. Das hatten wir auch schon gemacht. Pfannkuchen, Spaghetti. Ja, ich glaube, Spaghetti ist so ein. Machen wir so eine Partygröße. Oder? Hält halt länger. Gut. Weil sie ist ja auch jetzt müde. Oh, kann er noch nicht schlafen? Schlechter Töpfchenunterricht. Nein, nicht dahin ins Töpfchen. Ups. Schmutzig, okay. Oh Mann. Ich werde ihn schlafen legen. Der ist doch schon fix und fertig. Das arme Kind. Ach ja, ach ja, ach ja. Also ich möchte ja niemandem die Schuld geben. Aber wieso kocht sie nicht? Ich möchte niemandem die Schuld geben, aber diese Frau ist schuld. Ich glaube, ich habe kein. Nein, 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 nicht noch mehr Geld ausgeben, muss er auf den Boden legen. Gut, alles richtig gemacht, würde ich sagen. Alles richtig gemacht. So. Ich würde sagen, wir haben jetzt 16 Teller Spaghetti. Ja, kann man einfrieren. Falls es mal schneller gehen muss. Ja, gut. Also, du gehst auf Toilette, danach gehst du duschen, danach machst du hier sauber. Was ist mit Tati? Die ist müde. Die geht auch selber ins Bett. Sehr schön. So, komm, brauchst nicht mehr vorlesen. Was ich auch schön finde ist, wobei ich nehme es zurück. Der Salatkopf hat bei der Spaghetti nichts zu tun. Okay, bei uns kommt manchmal Brokkoli in die Tomatensauce von den Spaghetti. Beziehungsweise eigentlich immer. Wird schön klein gemacht, damit die Kleine sich auch nicht beschweren kann. Weil sie es dann halt nicht mitbekommt. So weglegen und dann. Die sitzt einfach und lacht. Ich weiß, sie ist ein fröhlicher Mensch, ja? Ich meine, das mache ich ja auch.
Das ist halt schon ein bisschen so gruselig. Mit wem unterhältst du dich? Okay. Gut. Ah, die schaut sich den Teddy an und spricht mit dem Teddy. Ich habe aus Versehen beim Papa. Nein. Oh, die Toilette muss geputzt werden. Na gut, das macht jetzt die Mama gleich. Nachdem sie gekocht hat. Schon wieder. Ja, ist alles ein bisschen. Okay, die Töpfchen. Hier oben das Töpfchen muss noch sauber gemacht werden. Nein. Ja, schlimm, wenn die Finger schneller sind als der Kopf. Das sieht nicht gut. Nicht gut. Okay. Wow, also so würde ich auch gerne kochen. Ehrlich, habt ihr das gesehen? Die hat einfach ein bisschen auf dem Brett geschnibbelt. Danach hat sie das in den Topf geschüttet. Und zack, wurde Tomatensauce draus. Wow. It's magic. Gut. Okay. Böse gesinnt. Also, nach dem Essen legst du das weg. Die Kinder schlafen schon. Und. Okay, sie wird ja als allerletztes sowieso das. Ja, gut, sie muss aber auf Toilette. Dann geht sie hier oben auf Toilette. So. Wäscht der. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ehrlich, ich verstehe es einfach nicht. Dann mach bitte das Töpfchen hier säubern, damit die Mama gleich auf Toilette gehen kann, weil ihr beide habt noch was vor. Es ist natürlich verlockend, ja. Ich meine, wir könnten ja auch noch ein drittes Zimmer machen, so ist das nicht. Machen wir das Badezimmer noch ein bisschen kleiner? Wisst ihr, was ich meine? Badezimmer noch ein bisschen kleiner, dadurch können wir den Flur ein bisschen verschieben. Ne, können wir nicht. Oh. Ja, gut. Ach, nein. Noch nicht. Er ist wütend. Aber jetzt bestimmt wird er wieder gut gelaunt. So läuft das in der Ehe. Wenn der Mann müde, wenn der Mann böse ist, dann redet man mit ihm, plaudert ein bisschen und dann geht's ihm wieder gut. Die lesen jetzt bestimmt ein Buch unter der Bettdecke. Kurzgeschichte. Gut. Oh, Tati hat, glaube ich, nur noch 2 Tage, bis sie älter wird. Ja, ich weiß, ich klicke immer das Falsche an. Ja, 2 Tage. Oh, da hat einer Hunger. So, jetzt kann ich doch eigentlich. Moment. So. Ich lasse mich hier drinne. Und dann. Ah, das. Tut mir leid. Hier ist noch ein Teller. Okay, du stehst auf und du stehst auf. So, dann absetzen. Und du. Ich glaube, das war richtig rum, oder? Genau, du hattest Leo und du hattest Ben. Genau. So. Tati steht ja selber auf. Oh. Ja. Und läuft selber hier hin. So.
Und dann glaube ich, kann ich tatsächlich hier Portion nehmen für, genau. Portion nehmen für. Zum Frühstück gibt's jetzt halt Mittag. So. Sonst kriegen die Kinder ja nie was. Ordentliches. Was machst du mit ihm? Wieso? Wieso jetzt? Du sollst. Oh, wer rennt denn da? Ach toll. Papa, du hast. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Oh Gott, das ist ein Chaos. Das ist ein Chaos. Also eigentlich habe ich mir das so vorgestellt. Ich setze alle Kinder an einen Tisch, gebe jedem das Essen hin und alles ist gut. Aber. Wieso? Okay, ich lasse das Essen einfach da stehen und die Kinder nehmen sich selber und setzen sich dann irgendwo einfach hin. Wieso habe ich überhaupt Hochstühle gekauft? Ich weiß es nicht. Weil die Kinder essen doch sowieso alle auf dem Boden. Nein, das regt mich überhaupt nicht auf. Ach ja. Und er spült immer noch im Badezimmer ab. Ach ja, ach ja, ach ja. Gut. Tati, was möchtest du? Was ist los? Muss pieseln. Dann geh doch schnell, Mäuschen. Kannst du auch jetzt mittlerweile rennen? Okay, das war ziemlich weinendes Kleinkind. Okay. Mehr Auswahl, Kindbetreuung, Baden. So. Und. Ach, ihr habt selber noch nichts gegessen. Ah. Ich kann das Kind dafür nicht ausschimpfen. Nee. Okay. Also, wieso kannst du denn jetzt nicht baden? Gut, ich habe 24 Stunden, um meinen. Okay. Das auch noch. Also es läuft richtig, richtig gut. Okay. Ablish, Gishal, Tribnathenib. Bruna, Kush. Wieso bist du traurig? Schmutzig, naja. Jetzt bist du doch wieder sauber. Mama, stopp, Kind einfangen. Wohl. Aufs Klettergerüst dürfen die? Ja. Können sie aber nicht. Gut. So. Ich würde sagen, du bringst das Kind mal hier hin. Ah nee, die können doch eigentlich schon alle selber Treppen laufen. Oh, Tati ist aber schnell unterwegs. Die ist jetzt richtig. Die ist jetzt fit. Gut.
doch eigentlich jetzt schon lesen, oder? Aha, sehr schön. Ups. Vala, wo bi Roshpa? Der sagt aber auch nicht, du sollst zur Arbeit gehen. Wieso geht er nicht zur Arbeit? Ja, gut, um 10 soll er eigentlich da sein. Um 12 Uhr geht er jetzt hin. Ja. Okay. Ja, gut. Sally nimmt sich heute frei. Ja, lernt mal von deiner großen Schwester. Die zeigt dir doch, wie das geht. Zack, 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 zack. Okay. Urlaubstag nehmen. Also nochmal so einen Service werde ich nicht engagieren. Finde ich blödsinnig. Klatschen. Gut. Oh, Level 5. Sehr schön. Ich kann den Kunst betrachten. So ein wundervolles Kind. So, was kann sie denn noch lernen? Da. Okay, die Fantasie hat sie auf Maximum. Töpfchen hat sie auf Maximum. Oh, Kommunikation, Denken, Denken. Oh, oh, oh. Bewegen und Denken. Formen studieren. Auf zu lesen. Okay. So. Können die eigentlich zusammenspielen? Kann ich jetzt sagen, hier, spiel mit deinem Bruder zusammen? Ah, nee. Ist ja. Einladen mit Puppen zu spielen. Nein. Könntest du deinen Bruder einladen? Nee. Aber die können miteinander brabbeln. Oh, traurig. Zurückgelassen, weil kein Elternteil in der Nähe ist. Nein, verlass mich nicht. Komm zurück. Die Mama ist unten. Da ist doch, kommt doch die Mama. Ist alles gut. Glimula, Bisba. Ah, Yakalau, Brogi. Okay, wieso gehst du wieder? Du wolltest doch eigentlich Blöcke beibringen. Ach ja. Ich glaube, ich brauche 3 Blöcke. Warum? Nein. Die wird doch bald eh älter. Da braucht sie das nicht mehr. Gut. Oh. Danke euch fürs Zuschauen und schaltet morgen wieder ein. In diesem wundervollen Chaos. Und ja, bye bye.